einfach mal im Grunde genommen an, wie wird dieses Thema jetzt heutzutage gelöst, wie Sie es auch machen, der eine bringt sein Butterbrot mit, der andere holt sich eine Pizza und so weiter, das sind die verschiedenen Aspekte der Geschäftsmodelle und wenn man dann jetzt hergeht und sagt, okay, wenn wir jetzt mal schauen, was hat denn der Kunde dann, wenn er diese Nahrung, dann hat er irgendwo ein Tablett auf dem Tisch vielleicht oder irgendein Butterbrotpapier und dann will er was essen, wenn jetzt da das Essen vielleicht schon nach Wunsch beispielsweise, anstatt dass es jetzt bestellt, nach Wunsch schon stände, bevor er überhaupt was bestellt hätte, wie würde das auf seine Kaufbereitschaft sich auswirken beispielsweise? Oder wenn er beispielsweise, was weiß ich, übers Internet das bestellen könnte, das käme dann einfach so und es wäre so frisch wie zu Hause beispielsweise, wie würde das sich auswirken? Also da würde zum Beispiel gegen die Pizza vergleichen, die ein bisschen, sag ich mal, was teigig ist, möglicherweise. Wenn er da alle die Qualitätsmaßstäbe dann ansetzen würde, dann würde er vielleicht dann dazu kommen, ein Verständnis dafür zu haben, wie ein Kundenprozess aussehen könnte, der da in seinem Arbeitssitz, das sind ja unterschiedliche, wie er sich sagen wir, während der Arbeitszeit versorgen könnte. Und das wäre vielleicht eine ganz wunderbare Situation und da könnte man was draus machen. Und wenn dann eine Firma wäre, die das, ich sag mal, unterstützt und gewährleistet, dann können sie ein ganz gutes Geschäft machen. Das wollte ich gerade fragen. Es könnte auch sein, dass das Geschäftsmodell dahin besteht, Unternehmen zu beraten, Salat in irgendeiner Form zur Verfügung zu stellen. Also man muss ja nicht heißen, dass ich jetzt als Entrepreneur den Salat mache und zur Verfügung stelle. Ich kann mir ja vieles antun. Ich kann eigentlich in das ganze Thema Gesundheit gehen. Richtig, ja, genau. Das können Sie auch machen. Sie beraten Firmen, die jetzt, wie Sie jetzt Ihre Mitarbeiter, sage ich mal, eine gesunde Ernährung zukommen lassen können. Da sind Sie sogar dann schon beim Thema Firmengesundheit, Mitarbeitergesundheit am Arbeitsplatz. Da könnten Sie dann zum Beispiel noch Trimgeräte am Arbeitsplatz noch mit anbieten oder andenken oder auch Trimveranstaltungen, die letztendlich dann dazu führen, dass man fitter ist am Arbeitsplatz. Plötzlich ist man so ganz anders. Genau. Und es kann sein, dass das mit dem Salat gar nicht so eine tolle Idee war, genau, die nicht weiterführt. Und ich komme dann zum Schluss bei den Trimgeräten oder ich werde Unternehmensberater für das Thema Gesundheit während der Arbeitszeit. Oder ich lande möglicherweise wo ganz anders, wo es vielversprechender ist als bei der Ausgangsidee. Das ist wichtig, dass man nicht auf dieses Brötchen oder Salat starrt, sondern das nur als Eingangsfrage nimmt und vielleicht bei anderen Themen besser aufgehoben ist. Aber wichtig ist, dass Sie dann erkennen, für welchen Prozess sind Sie da zuständig beim Kunden, weil mit dem Prozess können Sie natürlich auch weiter was machen. Den können Sie anreichern, den können Sie auch in die Zukunft sozusagen transportieren. Schauen Sie IKEA beispielsweise an. IKEA hat verstanden, den Kundenprozess, sich mit Wohnungseinrichtung zu versorgen, durchaus zu verstehen, und zwar so zu verstehen, dass die Kunden, die vor 30, 40 Jahren bei IKEA gekauft haben, heute immer noch da kaufen. Das heißt also, das ist nicht sozusagen billig, sage ich mal, Möbel gewesen oder geblieben, sage ich jetzt mal so, die jetzt sozusagen nur für die Studentenbude reichen, sondern die haben die Zielgruppe letztendlich auch in ihrer Entwicklung verstanden den Prozess der Möbelversorgung, der Wohnungseinrichtungen, Sie sagen ja, lebst du noch oder wohnst du schon, also als Thema, so verstanden, dass Sie diesen Prozess letztendlich auch mit der Altersentwicklung der Kunden begleiten konnten. Ja, bei IKEA denke ich immer dran, alle reden so von Managementqualifikationen, die man braucht als Gründer. Der Ingvar Kamprad hat in einem Interview gesagt, ich bin ein katastrophaler Organisator. Genau. Das passt ja nun gar nicht zusammen. Er hat ein hochintelligent organisiertes Unternehmen und er selber, ich bin katastrophal im Organisieren. Was lernen wir daraus? Dass das Geschäftsmodell wichtig ist. Ja. Dass das Geschäftsmodell wichtig ist und die Organisation von anderen gemacht werden kann. Offenbar von anderen. Die muss man sich geholt. Genau. Professionell. Ja, richtig, ja. War er da der Erste, der so radikal... Also die Grundvorsetzung war doch immer, Unternehmer heißt möglichst selber machen, möglichst alles aufbauen. Dazu braucht man viel Kapital und dann das Management ist wichtig. Herr Faltin, wenn ich VC bin, ich gucke mir immer an das Management. Und ich sage, das gucke ich mir nicht an. Im Zweifel, wenn die schlechte Manager sind, müssen wir welche holen, die da gut sind. Aber der Gründer, der muss ein gutes Geschäftsmodell haben. Dann heißt es, ja, Ideen gibt es viele, das ist ganz unwichtig. Ideen gibt es tausende. Ich sage, ich rede nicht über Ideen, sondern Geschäftsmodell. Ja, irgendwie komisch. Also Management und Kapital. Ja, Henry Ford zum Beispiel, der hat ein Geschäftsmodell auf die Beine gestellt, indem er in der Lage sein wollte, ein benzingetriebenes Fahrzeug zum Preis einer Kutsche zu liefern. Als er damit angefangen hat mit der Idee, da war das benzingetriebene Fahrzeug dreimal so teuer wie eine Kutsche. Und dann hat er sich überlegt, ja, wenn ich das mache,
Und es gab zu der Zeit 200 verschiedene Automobilhersteller oder 300 in Amerika. Und hat er gesagt, das kann ich nur dadurch machen, dass ich die wirklich alle sozusagen in der Gleichkette, no frills, sozusagen alle gleich und so weiter, dann kann ich es vielleicht schaffen. Dann hat er den Massenfertigungsprozess eingeführt und hat es dann auch geschafft. Ja. Und ganz interessant auch, er hat dann zum Beispiel auch die Frage gestellt, was Innovation betrifft. Wenn ich den Kunden gefragt hätte, was er haben wollte, dann hätte er gesagt, schnellere Pferde und bequemere Kutschen. Ja, und hier kommt der Entrepreneur heraus, der sagt, aha, ich habe jetzt hier die Möglichkeit, wenn ich eine bestimmte Idee reinbringe, dann kann ich den Kundenwunsch noch, also den Kundenbedarf, den Kundenprozess noch besser bedienen, als sich der Kunde heute das vorstellen kann. Und das muss ein Unternehmer können. Ja, das ist ganz wichtig. Ja. Nicht gucken, der Kunde ist König. Ich sag bei, immer ist zwar König, aber der bringt Ihnen nicht die neuen Ideen. Ja. Ich sage mal, bei der TK-Bahn, die Vernunft ist König, nicht der Kunde ist König. Ja, genau. Wenn wir dem Kunden folgen würden, wären wir schon längst bei 30 Teesorten oder 100 Teesorten. Ja. Und nicht bei so einem, und bei dem Henry Ford ist ja auch interessant, sein eigentliches Erfolgsrezept, das Fließband, stammt gar nicht von ihm. Die neuere Forschung sagt, das hat er abgeguckt, von einem Menschen, einem Franzosen, der hieß Duhamel, in den Schlachthöfen von Chicago. Da war das Prinzip nämlich schon, dass diese halben Kühe als Werkstücke sozusagen durch die Halle wanderten und die Arbeiter an denen irgendwas abarbeiteten. Das hat er nicht selber. Er ist der Entrepreneur, er ist nicht der Erfinder des Fließbandes, wie er oft dargestellt wird. Ja. Ich glaube, das war schon ganz hilfreich zu sagen, Geschäftsmodell. Ich sage immer erstens Konzept, zweitens Konzept, drittens Konzept. Klar. Und erst wenn das wirklich gut ist, an die Umsetzung denken und nicht umsetzen, so nach dem Motto, jetzt fangen wir halt mal an und die Probleme kommen ja erst, wenn man in der Praxis ist. So nicht, sondern ein ausgereiftes Geschäftsmodell, dann ist man auf der sicheren Seite. Dr. Mukowski.